Hallo Leute, Mr.NET ist wieder hier mit einem weiteren Video. Heute geht es um das Fassad-Pattern. Wenn wir uns das Fassad-Pattern im UML-Diagramm ansehen, sehen wir hier zum Beispiel jetzt drei unterschiedliche Klassen, die in irgendeiner Art und Weise miteinander interagieren. Dieses wird einfach in ein Subsystem gekapselt, wenn man so will. Und da es für den Client komplex ist, diese Klassen einzeln zu nutzen, wird einfach vor dieses Subsystem noch eine Fassade implementiert, um den Client die Handhabung dieses Subsystems zu ermöglichen oder zu vereinfachen. Sehen wir uns das Ganze im Source Code an. Dazu implementiere ich zuerst einfach drei Klassen, indem ich static class, das hier nenne ich file name creator, hier den file name creator. Static Class File. Das nennen wir einfach den Hash Creator. Static Class Writer. Das sind jetzt einfach drei statische Klassen. Und diese Klassen bekommen jetzt, also der File Creator enthält eine Methode public static getPath. Public static string, oder nein, besser gesagt eine File-Info, ist der Rückgabewert. Was macht dieses Objekt? Ganz einfach, return new File-Info. Und hier müsste ich jetzt einen Path angeben. Das mache ich jetzt einfach mit directory getParent.parent.parent. Also ich nehme jetzt diesen Pfad einfach nur, um später hier drinnen zu landen, um das Ganze herzuzeigen. getParent from directory.currentDirectory. So, get directory, get parent dot, dot parent dot parent dot full name. Gut, jetzt habe ich eine Klasse, die mir einfach einen Pfad zurückgibt, dann einen Hash Creator. Da machen wir public static string get hash. Diese Methode erstellt mir einfach von DateTime now dot, was nehmen wir denn da? DateTime now get hashcode dot toString. Somit erzeuge ich mir einfach irgendeinen zufälligen Hashcode. Dann bekomme ich noch eine Methode, public static, ein Boolean, da machen wir validate hash. Als Übergabeparameter bekomme ich hier ein File Name, File Info, Path to File. Das implementiere ich mir später aus. Throw new illegal. Not implemented exception. Und der Writer implementiert eine Methode static void write file info
File-Info. Hier nutze ich einfach das Using StreamWriter. StreamWriter ist New StreamWriter. Gebe hier den Path vom File-Info an. Und hier sage ich einfach StreamWriter WriteLine und dann schreibe ich eine, wie soll ich sagen, ein Text in dieses File. Hello World. Und das war's auch schon mit dieser Methode. Und jetzt möchte ich als Client, also ich gehe mal davon aus, dass das hier als Beispiel mein Client ist, mir in meinem Directory hier eine Textdatei erzeugen lassen, dessen Namen ein zufälliger Hashwert ist. Und dazu benutze ich jetzt einfach diese Objekte. Das heißt, der File Creator, ich benötige einen Path. File Name Creator getPath. Davon bekomme ich jetzt das Directory, wo sich hier auch meine Datei program.cs befindet. Danach möchte ich einfach einen Hashwert generieren, also varchar hash ist gleich hashCreator.getHash. Da das Directory ist, muss ich noch einen Filenamen erzeugen. Also dazu erzeuge ich mir combined ein neues File-Info-Objekt. Das besteht aus dem Path, meinem Hashwert.text. Danach möchte ich noch den Hash validieren. Das hier ist noch nicht implementiert, das heißt, hier implementiere ich if path to file exists. Das heißt, wenn dieser Pfad schon existiert, weil jetzt da ein Hashwert rauskommt, der schon existiert, File-Info. Nein, nicht File-Info, sondern File.exist. Jetzt. Das heißt, wenn ein File schon existiert, werfe ich einfach eine Exception. Duplicate File Name. Duplicate File Name. Wenn das File nicht existiert, gebe ich ihm hier einfach ein True zurück. Das heißt, hier validiere ich if HashCreator validate und hier gebe ich ihm einfach mein File Information Objekt, das den Pfad und den Textnamen schon enthält, zurück. Und wenn hier True zurückkommt, das heißt, diese Datei existiert noch nicht, nutze ich den Writer um mir hier die Datei zu erzeugen. Ich starte jetzt einfach das Programm und wir sehen, hier ist meine neue Textdatei mit Hello World. Und als Client jedes Mal diesen Code hier zu implementieren, könnte schwierig sein bzw. komplex. Weil zum Beispiel können sich ja die Klassen in unterschiedlichen Assemblies befinden. Oder es könnte ja auch noch eine erhöhte Komplexität dazukommen, weil sie irgendwie ineinander verschachtelt sind und so. Deswegen implementiere ich mir einfach eine Klasse. Die mache ich jetzt auch einfach statisch. Die nenne ich Facade.
Und hier implementiere ich mir einfach eine Methode, public void public static void create file. Und in dieser Methode kapsel ich einfach diese Vorgänge, so dass ich als Client hier nur mal noch Facade create file aufrufen muss. Das Ergebnis ist ja dasselbe. Ich starte das Programm und erhalte hier meine zweite Textdatei. Gut, das war jetzt das Facade-Pattern. Das war eigentlich jetzt schnell erklärt, aber viel gibt es ja dazu nicht zu sagen. Ich wollte es nur einmal im Quellcode noch anzeigen. Vielleicht wird das dem einen oder anderen etwas einfacher sein, sich dieses Pattern zu merken. Tja, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video. Und tschüss!